Vers 3. Der Blütenstempel im Inneren jenes transzendentalen Lotus ist das Reich, in dem Krishna weilt. Es ist ein hexagonales Diagramm, die Stätte des innewohnenden, prädominierten und prädominierenden Aspekts des Absoluten. Gleich einem Diamanten steht dort im Zentrum die alles stützende Gestalt des selbstleuchtenden Krishna als die transzendentale Quelle aller Kräfte. Der aus 18 transzendentalen Silben bestehende heilige Name hat die Form eines in 6 Abschnitte unterteilten Hexagons. Erläuterung: Die transzendentalen Spiele, in Klammer Lilas, Krishnas, sind von zweierlei Art, manifestiert und unmanifestiert. Die Spiele in Vrindavan, die den Augen Sterblicher sichtbar sind, gehören zur manifestierten Lila Sri Krishnas. Und diejenigen, die nicht so einfach sichtbar sind, werden als die unmanifestierte Lila Krishnas bezeichnet. Die unmanifestierte Lila ist ewig in Goloka sichtbar. Und wenn Krishna es wünscht, ist die gleiche Lila auch menschlichen Augen in Gokula sichtbar. Sri Jiva Goswami Prabhu sagt in seinem Krishna Sandarbha: Die unmanifestierten Spiele kommen in der manifestierten Krishna-Lila zum Ausdruck. Und unter Goloka-Lila versteht man die unmanifestierten Spiele Krishnas, so wie sie von der weltlichen Ebene aus gesehen werden. Dies bestätigt auch Sri Rupa in seinem Lagu Bhagavatamrita, wo es heißt, dass Goloka der höhere transzendentale Aspekt Gokulas ist. Somit kann Goloka, obwohl mit Gokula identisch, als die von Pracht und Herrlichkeit erfüllte Manifestation Gokulas verstanden werden. Die ewigen Spiele Sri Krishnas sind allerdings in Gokula nicht sichtbar, sondern nur in Goloka. Goloka ist die transzendentale, majestätische Manifestation Gokulas. Dass die unmanifestierten Spiele Krishnas den bedingten Seelen sichtbar werden, geschieht auf zweierlei Art. Nämlich erstens durch Mantra-Verehrung, in Klammer unhörbar rezitierte, befreiende, das Selbst hingebende, transzendentale Lautschwingungen. Und zweitens spontanes Hervorströmen der im Herzen wohnenden spirituellen Liebe zu Krishna. Sri Jiva Goswami hat uns gelehrt, dass die ständige Verehrung durch den aus 18 transzendentalen Silben bestehenden Mantra möglich ist, wenn sie in einer geeigneten Umgebung stattfindet und sich die Meditation auf nur eine Lila beschränkt. Die meditative Manifestation Golokas ist die Lila, der man sich mit der Verehrung Krishnas durch den Mantra widmet. Wir dürfen jedoch nicht vergessen, dass die transzendentalen Spiele Krishnas, die auf verschiedenen Ebenen und in verschiedenen Gemütsstimmungen stattfinden, in sich selbst vollkommen und mannigfaltig sind. Deshalb kommt es zu Svarasiki, zu einem spontanen Hervorströmen der im Herzen wohnenden spirituellen Liebe zu Krishna. Der vorliegende Vers birgt eine zweifache Bedeutung. Eine ist, dass in der Lila, die durch den 18-silbigen Mantra verehrt wird, die in dem Mantra enthaltene transzendentalen Wörter, wenn unterschiedlich angeordnet, nur eine Lila Sri Krishnas sichtbar werden lassen. Dies ist ein hexagonaler Mantra, der aus 6 transzendentalen Wörtern besteht. Diese 6 transzendentalen Wörter nebeneinander aufgereiht bilden den Mantra. Dieses hexagonale, gewaltige transzendentale Diagramm, Yantra, ist folgendermaßen aufgebaut. Der Hauptsame bildet den zentralen Dreh- und Angelpunkt des Yantra.
jeder, der sich solch ein Diagramm einprägt und seine Gedanken auf eine spirituelle Entität dieser Art konzentrieren kann, kann, wie Chandrat Vyaja es einst tat, das kognitive Prinzip erkennen. Das Wort Sva ist ein Hinweis auf Kshetragya, also jemanden, der mit seinem inneren Selbst vertraut ist, während das Wort Ha auf die transzendentale Natur hinweist. Diese Bedeutung des Mantra wird auch im Sri Hari Bhakti Vilas bestätigt. Die zweite allgemeine Bedeutung lautet, dass jemand, der den Wunsch hegt, an den vertraulichen Spielen Krishnas teilzunehmen, Krishna transzendentalen Dienst darbringen muss, während er gleichzeitig mit Hingabe gepaartes Wissen über ihn kultiviert, und zwar über erstens Krishna Swarupa, das eigentliche Wesen Krishnas, zweitens Krishnas Ya, Chinmaya Virajalila Vilasa Swarupa, die wahre Natur der transzendentalen Spiele Krishnas in Vraja. Drittens Tat Parikara Gobichana Swarupa, die wahre Natur seiner spirituellen Gefährten in Vraja, nämlich der spirituellen Kuhhirten und Milchmägde. Viertens Tat Vallabha, die wahre Natur der Selbstergebung an Krishna, für die die spirituellen Milchmägde von Vraja das Vorbild sind. Fünftens Shuddha Chivasya Chit Jnana Swarupa, die wahre Natur des spirituellen Wissens über die unverfälschte individuelle Seele. Und sechstens Chit Prakritir Arhat Krishna Seva Swabhava, das wahre Wesen von Krishnas transzendentalem Dienst, welches darin besteht, dass die innere Beziehung zu ihm hergestellt wird, sobald reine Selbsterkenntnis erwacht. Dies bedeutet, dass Rasa nichts anderes ist als dem zentralen Zufluchtsort Sri Krishna, dem prädominierenden Aspekt des Absoluten, mit unserem Ich transzendentalen Dienst darzubringen, wobei dieses Ich als spirituelle Magd der prädominierten Hälfte des absoluten Ganzen in reiner Hingabe und völliger Ergebenheit dient. Fußnote 4: Prädominierten Hälfte des absoluten Ganzen. Krishnas innere Freudenkraft, Srimati Radharani. Die Teilnahme an der Lila in Goloka oder Gokula ist während des Stadiums der Fortentwicklung liebender Hingabe auf die meditative Verehrung durch den Mantra beschränkt. Auf der Stufe der Vollkommenheit manifestieren sich die Lilas dann als uneingeschränkte, transzendentale Glückseligkeit. Das ist die wahre Natur Golokas bzw. Gokulas, die im weiteren Verlauf noch näher erläutert werden wird. Die Worte Jyoti Rupena Manuna im obigen Vers besagen, dass die transzendentale Bedeutung in diesem Mantra zum Ausdruck kommt. Mit Hilfe dieses Mantra kann jeder, der den transzendentalen Wunsch nach Liebe zu Krishna verspürt und dann Dienst zu Krishna hinzufügt, in ewiger Liebe zu Krishna verankert werden. Solche ewigen Lilas sind in Goloka für immer sichtbar.